Dennoch finden wir auch heute noch in Bayern große Flächen landwirtschaftlicher Nutzung, deren Produkte wertvolle Rohstoffe für weltbekannte bayerische Erzeugnisse bilden. So befindet sich in der Hallertau das größte geschlossene Edelhopfenanbaugebiet der Welt. Diese Kultur bringt für den Pflanzer große Risiken mit sich, lohnt jedoch andererseits seine unendlich mühevolle Arbeit. Zu Recht wird deshalb vom grünen Gold gesprochen. Weitere Anbaugebiete finden wir im Jura, in Spalt und in Hersburg. Von allen Bundesländern besitzt Bayern aber auch die größten Sommergerstenfelder. Rund die Hälfte der Ernteerträge ist hochwertige, eiweißarme Braugerste. Sie ist überwiegend für bayerische Brauereien bestimmt. Viele Jahrhunderte lässt sich in Bayern der Anbau von Hopfen und Gerste zurückverfolgen. Er dürfte mit ein Grund für die Entwicklung des traditionsreichen Braugewerbes in Bayern sein. Im April 1966 jährte sich zum 450. Male der Tag, an welchem die Bayernherzöge Wilhelm IV. Und Ludwig X. auf dem Ständetag in Ingolstadt das Reinheitsgebot für Bier verkündeten. Darin heißt es unter anderem: Wir wollen auch Sonderlichen, dass für an allen Talben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehrer Stück, denn allein Gersten, Hopfen und Wasser genommen und gebraucht solle werden. Danach durfte in Bayern Bier nur aus Gerste, Hopfen und Wasser bereitet werden. Es ist wohl die älteste heute noch gültige lebensmittelrechtliche Bestimmung, mit Vorläufern in Augsburg 1278, in Nürnberg 1300, in München 1487 und in Landshut 1493. Der Bundestag erließ vor einigen Jahren Gesetzesbestimmungen zur Reinerhaltung von Lebensmitteln. Mit dem Volksgetränk Bier brauchte sich das Plenum nicht zu beschäftigen, da Bier seit 450 Jahren unverändert bis auf den heutigen Tag rein aus Gerste, Hopfen und Wasser gebraut wird. Verfolgen wir die Rohstoffe bei der Bierbereitung. Braugerste wird angeliefert, vermelzt und geschrotet. Jetzt wird eingemeischt. Im Sudhaus wird die Braugerste mit kristallklarem Brunnenwasser gekocht. Der Hopfen wird zugegeben, damit auch seine wertvollen Bestandteile in das Bier übergehen. Nach der Abkühlung gelangt die Würze in den Gärkeller. Hier wird unter Verwendung von reiner Bierhefe die Gärung eingeleitet. Kräusen nennt der Brauer den Schaum auf dem gärenden Bier. In monatelanger Lagerung reift das Bier bei ca. 0 Grad Celsius seiner Vollendung entgegen. Das aus den uns überlieferten Rohstoffen in einem natürlichen Produktionsvorgang bereitete Bier wird anschließend in Fässer und Flaschen abgefüllt. Rohstoffe, Reinheitsgebot und Brauvorgang sind in kleinen, mittleren oder Großbrauereien immer die gleichen. Überall ist es vornehmstes Ziel und zugleich Verpflichtung, nach dem 450 Jahre alten Reinheitsgebot ein natürliches, erfrischendes und wohlbekömmliches Bier zu brauen.